Guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. Also, ist von Anfang an besser. Rote Mühle, tolle Partie. Das ist jetzt das letzte Viertelfinale. Auf geht's, die Partie, Alter, die Scheiß noch reinlassen. Hier drin ist wie ein Kuba-Kick. Geh mal raus und komm mal hier wieder rein. So, das ist das letzte Viertelfinalspiel hier und nach den dann folgenden beiden Halbfinalspielen werden wir die Preise ziehen für die Tombola und wir hoffen, dass alle zugegriffen haben. Noch besteht die Chance bis zum kurz vor Ende des zweiten Halbfinalspiels und zwar geht es um Preise und die sind nicht von schlechten Eltern. Von der Concordia-Versicherung Drebelo und Schulze ein Wochenende direkt am Strand und zwar am Timmendorfer Strand in einem wunderschönen Apartment. Von der Aller Zeitung eine Philips HiFi-Anlage von Cotton & Moore und ich betone es immer wieder, seit vielen Jahren dabei, Matthias Kleinschmidt. Zwei Karten, VIP-Karten, Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth. VW Sportkommunikation hat auch Preise gestiftet und zwar Karten und auch hier VIP-Karten für Eintracht Braunschweig gegen
den FSV Frankfurt, VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach, dem EHC Wolfsburg gegen die Krefeld Pinguins und New York Phantoms aus Braunschweig gegen die Telekom Basket aus Bonn. Also greift zu, ihr hilft damit mit dem Geld, was durch die Tombola eingenommen wird. Verlosung dann nach dem Halbfinale. Und wir dürfen weitere Sponsoren hier in der Halle begrüßen. Einige haben wir ja schon genannt, aber dazu gestoßen von der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, Thomas Fast. Vom Fahrzeughaus Gifhorn Süd, die ja auch einen der Preise spenden, und zwar den vierten und das seit Jahren, Edgar Hensel. Und vom Autohaus Kühl hier Ralf Buchweiz. Der MTV Gifhorn geht mit 1:0 in Führung. Mit der Nummer 7 Christoph Geißler. Christopher Geißler. Ja, und Postwenden, der Ausgleich durch Isenbüttel. Jonathan Ackermann mit der Nummer 13. Ja, die Männer von der Hehlenriede gehen in Führung. Torschütze Jonathan Ackermann.
Ja, wir müssen den Torschützen korrigieren. Hier, es war nicht Jonathan Ackermann, den hätte es auch gefreut. Torschütze hier zum 2:1 war Petrus Amin, der zurzeit wohl beste Torjäger hier bei uns im Kreis. Ja, 2:2 Ausgleich hier, also es bleibt spannend in diesem letzten Viertelfinalspiel. Torschütze Marcel Hernier. Dieses Viertelfinale wird im 9-Meter-Schießen entschieden. Endstand hier nach der regulären Spielzeit 2:2 unentschieden. So, der MTV Gifhorn beginnt hier das 9-Meter-Schießen. Und geht in Führung. Drei zu drei. Jetzt Marcel Bär, vorhin hat er das andere 9-Meter-Schießen für seine Mannschaft entschieden. Auch hier souverän der 9-Meter-Schuss von Marcel Bär. Listen.
Und der Ausgleich für die Hehlenrieder. Sophia. Ja, drei Schützen, auch hier unentschieden. Und jetzt jeweils einer bis zur Entscheidung. Ja, Torwart war dran, aber der Ball war im Netz. 7-7. Sieben für den MTV. Ja, 8-7 für den MTV gewonnen. Unser nächster Halbfinalist.